Schauspieler Peter Schell ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Besonders Zuschauern des SWR ist er aus der Serie Die Fallers bekannt, in der er bereits ab 1994 zum ursprünglichen Cast gehört hatte und dabei bisher schon in mehr als 1000 ausgestrahlten Folgen zu sehen war. Da die Serie weitläufig vorproduziert wird, wird Schell auch noch dabei sein, wenn die Serie aus der aktuellen Sommerpause zurückkehrt. Wie der SWR mitteilte, verstarb Schell nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat Baden-Baden. Der gebürtige Schweizer Schell studierte von 1978 bis 1981 am Konservatorium Bern. Mit Ausnahme von Die Fallers fand er seine Karriere danach weitgehend auf Theaterbühnen statt, wobei er zunächst in diversen Städten von Quedlinburg bis Nürnberg längere Engagements hatte. Ab 1994 arbeitete Schell als freiberuflicher Schauspieler, wobei das langfristige Engagement bei Die Fallers ihm den Rücken für andere Projekte freigehalten haben dürfte. Zuletzt hatte er Soloauftritte, gab Lesungen und hielt Selbsthilfe-Workshops ab. Daneben nahm er nur eine Handvoll TV-Rollen an, besuchte Die Wache und Hallo Onkel Doc. Ab September 1994 war er als Jungbauer Karl Faller zu sehen, der eigensinnige, bisweilen cholerische, aber immer liebenswerte Nachfolger auf dem Schwarzwaldhof seines Vaters, Wolfgang Hepp, als Hermann Faller. Laut SWR ging Schell seine Rolle so methodisch an, dass er sich auch zeitweise auf dem Original-Fallerhof einquartierte, um ein Gespür für das Lebensgefühl eines Schwarzwaldbauern zu entwickeln. Über sein langlebigstes Engagement sagte er: »Natürlich ist mir die Figur des Karl ans Herz gewachsen, sonst könnte ich ihn nicht über ein Vierteljahrhundert schauspielerisch verkörpern. Vielleicht ist er manchmal etwas zu grantig, vor allem seinem Vater oder Bruder gegenüber. Besonders gefällt mir aber sein Witz und sein trockener Humor. Geschichten, in denen das zur Geltung kommt, spiele ich besonders gern.« SWR-Intendant Kai Knifke über den Verlust: »Der Tod von Peter Schell macht mich tief traurig. Seit 1994 war er nicht nur Mitglied der Familie Faller, sondern auch ein Teil des SWR. Alle im Südwestrundfunk trauern heute um ein Familienmitglied.« Laut Sender sind noch die Fallers-Folgen für knapp ein weiteres Jahr mit Peter Schell abgedreht. Wie es in der Serie ohne ihn weitergeht, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.